Ja, servus liebe Kinder, Dora, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Mit den guten Jahresvorsätzen ist bei mir genauso wahrscheinlich wie bei euch. Man nimmt sich vor, mehr Sport zu treiben, abzunehmen, weniger Fernsehen zu schauen, weniger vorm Computer zu sitzen und das Wenigste hält man ein. Und dann ist es so ein Problem, man geht da zum Fitnessstudio, unterschreibt einen Vertrag und irgendwann merkt man so nach wenigen Wochen oder Monaten, das Ganze war eher Fehlinvestition, weil man nicht hinge. Die Leute tassen auch nicht, die Öffnungszeiten sind nicht so der Brüller, man will da nicht zwischen den ganzen Maschinen eingebaut sein und so weiter und so fort. Aber es gibt eine gute Alternative, wie ihr euch draußen fit halten könnt und auch mit den Kindern, nämlich ihr sagt euch so einen wunderschönen Medizinball. Den gab es schon zu Zeiten von Turnvater Jan und ich sehe das selber, ich habe ja auch ein etwas älteres Modell, da steht nur Handnaht drauf, also schon etwas älter, auch nicht mehr ganz so in Form, eher ein Medizinei, aber da lassen sich tolle Übungen dafür machen, mit der ihr euch zum Beispiel aufs Skitouren gehen, auf den Skilanglauf oder eben auch auf eine lange Trekkingtour gut vorbereiten könnt und zwar kostenlos, ohne dass ihr einen Fitnessstudio-Beitrag zahlen müsst. Also, heute wollen wir uns mal darauf beschränken, Übungen für den Oberkörper zu machen. Was ja beim Skitouren gehen oder beim Skilanglauf auch sehr wichtig ist. Als erstes nehmen wir mal die Position ein. Schulterbreite Beine. Die Slalomfahrer unter euch werden es kennen. Die sogenannte Töpfchenhaltung. Die kleinen Kinder auch. Also wenn man eben auf dem Töpfchen sitzt. Leicht in die Knie geht dabei. So, und jetzt legen wir los. So, wir drücken den Medizinball nach vorne und wieder zur Brust. Da vorne sieht es dann so aus. So. Dann kommt das nächste, ich nenne es die Palme. Wir gehen wie eine Palme im Wind. Gehen wir so weit runter, wie es geht. So, jetzt auf der anderen Seite. So, jawohl, sehr gut. So, das nächste ist für die Oberarme. Ihr könnt natürlich selbst entscheiden, wie viel Wiederholungen ihr macht. Es gibt ja auch die Medizinbälle in verschiedenen Gewichtsklassen. Der hat jetzt 5 Kilo. Es gibt auch welche, die schwerer oder leichter sind. Und es muss auch nicht der klassische aus Leder sein, aber der ist nicht sehr nachhaltig und hält auch entsprechend sehr gut. So, und das Ganze jetzt machen wir einarmig. Und den anderen Arm. Wie gesagt, ich reiße das heute noch kurz an. Da ist es nicht der Sache, wenn man Rechtshänder ist, ist das auch noch eine nette Koordinierungsaufgabe. So, dann den sogenannten Einwurf. Wir gehen nach hinten wie ein Fußballspieler zum Einwurf. Das müsst ihr mal sehen, wie weit die Fußballprofis so einen Einwurf hinbekommen. Das ist Wahnsinn. Also bitte nicht loslassen, nicht, dass jemand auf die Rübe fällt. So, jetzt ein bisschen aufpassen. Ich nehme die Brille mal präventiv weg. Wir tun jetzt hier so über den Kopf. Nur leicht. Seht ihr das? So, dann das nächste. Beine auseinander. Gehen nach hinten und nach oben. Gehen nach hinten und nach oben. Gehen nach hinten und nach oben. Und das Ganze. Also 1, 2, 3. Und wieder nach hinten und nach oben. Und wir wiederholen das Ganze. 1, 2, 3. Und wieder nach hinten und nach oben. So. Ich bin jetzt schon völlig außer Puste. Ihr seht es selbst, meine Lieben. Weitere tolle Outdoor-Fitness-Tipps findet ihr auf kinderoutdoor.de. Geht's raus, macht's Sport mit den Kindern, mit der Familie. Das ist schöner, als in so einem verschweißelten Fitnessstudio unterwegs zu sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Outdoor-Fitness. Macht's es gut. Pfiat, servus, euer Uli.